Train Hard and Smart Workout. 4 Sätze, 25 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Stufe 2. Die Boxerliegestütze ist eine Liegestützposition, die wir auf einem Arm oder auf einer Hand ausführen und auf der anderen Seite kleine, schnelle Schläge auf der Matte durchführen und dann direkt wieder auf die andere Seite wechseln. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Brust- und Rückenübung ist das einarmige Rudern. Diese Übung können wir auch wieder an einer Tischkante durchführen, aber auch an einer Treppe zu Hause. Dafür suchen wir uns einen festen Griff, gehen mit unserem Körper und mit unserem Körpergewicht unter die Treppe, winkeln die Beine an und ziehen uns in einer dynamischen Bewegung nach oben hoch. Die Hand können wir hierbei im Rücken ablegen, um den Rücken zu stützen. Los geht's. Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung.
und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Stabilisationsübung ist die Skorpion-Liegestütze 2. Wir beginnen in einer Liegestützposition. Von hier aus legen wir das eine Bein über das andere Bein und machen kleine dynamische Bewegungen mit dem unteren Knie. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Beinübung ist der Polka-Tänzer. Für den Polka-Tänzer gehen wir in eine sehr weite Squat-Position, winkeln die Knie an, richten den Oberkörper auf und machen kleine Kicks mit den Beinen zur Seite. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung.
und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Core-Übung ist die ganze Stämme. Hierfür setzen wir die Beine nach vorne, setzen uns aufrecht auf, die Hände vor den Körper, sodass wir sie sehen können, die Fingerspitzen aufsetzen und drücken den Oberkörper nach oben an und strecken dabei die Beine. Los geht's. Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Stabilisationsübung ist der Seitstütz 5. Auch hierfür liegen wir wieder in einer Seitenlage, heben das Becken an, stabilisieren aus der Bauch- und Rückenmuskulatur, heben das obere Bein an und bewegen dieses nach vorne und nach hinten. Los geht's. Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause.
Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Brust- und Rückenübung sind die Klimmzüge. Die Klimmzüge könnt ihr zu Hause machen, am besten an einer Treppe wie hier. Hierfür suchen wir uns eine etwas höhere Treppenstufe, bei der wir unser ganzes Körpergewicht hochziehen müssen. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Stabilisationsübung ist der Seitstütz 5. Auch hierfür liegen wir wieder in einer Seitenlage, heben das Becken an, stabilisieren aus der Bauch- und Rückenmuskulatur, heben das obere Bein an und bewegen dieses nach vorne und nach hinten. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung.
und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Übung ist der Squat Hacker. Für den Squat Hacker gehen wir in eine Squat Position, stellen uns schulterbreit auf, gehen mit dem Po nach hinten, lehnen den Oberkörper etwas nach vorne und nehmen die Arme ganz weit nach oben. Volle Länge, die Arme strecken, den Rücken noch etwas weiter nach hinten, nach vorne runterlehnen, den Kopf gerade und aufrecht und kleine Hackbewegungen. Wir bauen hier Spannung in den Schulterblättern auf, trainieren in einer statischen Position, die gesamte Rückenmuskulatur und der Bauch ist auch mit involviert. Los geht's. Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Bauchmuskulaturübung ist der Russian Twist. Für den Russian Twist setzen wir uns auf die Matte, legen den Oberkörper so weit wie möglich zurück, bis der Bauch wieder auf Spannung ist, nehmen uns einen Ball dazu, den wir vor dem Körper halten, bauen erstmal Spannung auf, die Beine bleiben auf der Matte und bewegen uns rechts und links seitlich neben den Oberkörper, folgen dem Ball und setzen den Ball auch jedes Mal kurz auf der Matte auf. Hier in dieser Position haben wir dann die Möglichkeit, auch nochmal auszubalancieren. Der Russian Twist trainiert die gerade Bauchmuskulatur, aber auch die schräge Bauchmuskulatur. Der Rücken muss mit stabilisieren.
Für die Performance-Version, also die fortgeschrittene Variante, können wir die Beine auch noch ein kleines Stück vom Boden anheben. In dieser Version wird die Übung extrem anstrengend. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung. Unsere nächste Stabilisationsübung ist das Planking rücklings. Hierfür gehen wir in eine Rückenlageposition, in der wir die Ellbogen aufsetzen. Wir fixieren die Arme am Körper, winkeln die Beine leicht an, heben die Beine an, sodass das Becken angespannt ist und der Po, und bewegen die Knie zum Körper. Los geht's! Erster Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Zweiter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter geht's. Dritter Satz, 25 Sekunden Belastung. Und 10 Sekunden Pause. Und weiter. Vierter Satz. 25 Sekunden Belastung.